Leute, hier ist eure Carmen, VIP Power Coach von St. Moritz, hier direkt in Chamfert mit einer unglaublichen Frau, Sandra Fass. Herzlich willkommen hier an meinem Interview. Wundervoll, vielen lieben Dank. Ich fühle mich unheimlich herzlich willkommen bei dir. Das ist so süß. So herzlich wie du, also strahle, funkel und frag mich in einem. Also das kann ich dir nur zurückgeben. Ja. Du bist eine unglaubliche Frau. Dankeschön. Du machst so tolle Sachen und das geht es nämlich auch. Sandra hat die gleiche Passion wie ich. Wir verfolgen den gleichen Weg. Richtig, den richtigen. Erzähl. Woher kommst du und was machst du? Woher ich komme? Oh mein Gott, das ist eine lange Story. Ich bin ein Mischlingskind aus vier Nationalitäten und habe den Genuss, heute weiß ich, wie wertvoll es ist, den Genuss gehabt, von klein auf aus vielerlei Blickwinkel und Facetten das Leben anzugucken. Okay. Es waren Sprachen, Kulturen und Länder, die mir bestimmte Werte mitgegeben haben, die ich weiterbringen möchte an Frauen. Sprich die Facettenreichtümer, die wir Frauen haben. Also wie ein Diamant. Wenn er jetzt nur mit einer Facette strahlen würde, wäre eine Fensterscheibe. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, mit allem rauszugehen, was unsere Geschenke sind als Frauen. Und das gilt es nach vorne zu bringen und sich nicht zu verstecken für gar nichts, was wir so mitbringen. Alles dient uns letztendlich. Ja. Das hast du wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Genau. Wie heißt das Buch? Das ist in Englisch rausgekommen, Manifest Your True Female Identity. Also manifestiere deine wahre weibliche Identität. Das ist wunderbar. Ja. Also ich werde hier unten sowieso dann noch dein Buch da genau mit Bild noch abbilden. Du hast mir ja eine Version gegeben. Ja. Also das ist wirklich ein empfehlenswertes Buch. War ja dann auch ein Bestseller. Ist ein Bestseller geworden. Gratuliere dir dazu. Vielen Dank, unglaublich. Ja. Das zeigt ja auch die Notwendigkeit, dass die Frauen sich und ihrer eigenen Weiblichkeit einfach stellen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Was machst du denn außerdem, dass du die Weiblichkeit der Frauen unterstützen möchtest? Du hast hier noch andere Facetten. Vielen Dank, dass du es so fragst. Ich arbeite nicht. Ich mache etwas, was ich liebe und ich bin echt damit gesegnet. Ich kreiere und gestalte und das ist sehr wichtig für mich. Und zwar etwas Großes und auch Wertvolles für die Menschen. Ich bin Projektplanerin und habe mit meinem Mann ein Bauunternehmen und wir gestalten unsere Projekte, die ich dann entwickle. Und das ist im Prinzip ein Gefühl, man hinterlässt was für die Menschheit und das gibt mir wirklich ein sehr schönes Gefühl, was zu leisten, was Beständigkeit hat und was wertvoll ist für Menschen. Das klingt sehr schön. Ja, und ein Fitnessstudio haben wir zusammen und zwei Kinder. Und zwei Kinder, ja! Also ihr seht hier eine Frau, die eben Mutter ist, unter anderem Unternehmerin, Projektleiterin. Sie folgt dem Ruf ihrer eigenen Weiblichkeit und versucht mit ihren Worten, mit ihren Büchern, mit ihren Werken die Weiblichkeit der Frauen zu unterstützen. Eine Frage. Wie war das bei dir, wie du deine Stärken und Talente entdeckt hast? Was hat sich da bei dir verändert in deinem Leben? Wie das war? Es ist wie so oft, wir Ladies wissen, dass es geht meistens dann ein bisschen schmerzhafter. Ne? Wenn wir dann erstmal zusammensacken und dann kapieren, also hier ist der Weg zu Ende, so wie es bis jetzt war, geht es nicht mehr weiter. Und da geht man in sich, leider erst da, wo es wehtut, und kapiert, hey, pass auf, du bist nicht auf dem richtigen Weg. Und dann hört man in sich hinein und fragt sich, was einem wichtig ist. Und für mich war das wichtig, da nicht mehr in der Opferrolle zu sein, zu erkennen, was ich habe und das, was mir mitgegeben wurde, daraus was zu machen. Denn es ist immer genug, was wir in uns haben. Und das ist groß und das will nach außen. Das ist dieser Schmerz, der nach außen schreit. Also lass mich raus. Ja? Und dem bin ich gefolgt, dem habe ich zugehört. Und dann habe ich zurückgedacht, was hast du schon immer getan, außer dass du gerne projektiert hast und geplant hast. Ich war, seit ich Teenager bin, immer so, kennst du das, die Mama für alle. Immer gibt es so in der Klasse und in der Clique gibt es so jemanden, Mama für alle, die für alle Ratschläge immer hatte. Ich habe sie nicht gegeben, ich wurde gefragt danach. Das ist ja noch besser, ja? Wie würdest du das machen, was hältst du davon? Und ich mache das 2 Jahre und es war mir wichtig und irgendwann verliert man das. Man denkt ja nicht, dass es was ist, woraus man einen Beruf macht. Man sieht ja nicht die Wichtigkeit dahinter, das Gewicht und die Verantwortung vor allem. Und irgendwann, als es dann mit dem Facebook angefangen hat, kamen die Leute auf mich zu mit unglaublichen Wiedergebungen, mit Bedanken dafür, was ich denen damals gesagt habe, was ich für sie getan habe, wie ich ihre Familien, ihre Sicht aufs Leben, ihre Beziehungen gerettet habe und ihre Weiblichkeit im Prinzip hervorgehoben habe, was sie davor verloren haben.
Und das war wirklich eine Welle, die mich total überstürmt hat, aber positiv und wieder nochmal nachdenklich. Mhm. Oh mein Gott, das hast du tatsächlich schon immer getan und das tust du eigentlich, seit du Teenie bist. Mhm. Und schau mal, das war so wichtig für diese Menschen. Dann kamen die nochmal auf mich zu. Ich hoffe, du machst es auch bei anderen. Ich hoffe, du unterstützt und hilfst andere dabei. Auf die Idee kam ich nie, weil ich hatte ja den Beruf, den ich liebe. Und das war nie das Thema. Und dann ist es so passiert, nachdem ich damit raus bin, habe ich gesagt, okay, stimmt. Ich bin immer für Frauen da gewesen. Ich habe sie immer gut gemeint und ich habe immer geliebt, Menschen zu helfen. Und wie ich damit nach außen bin, wenn man sich öffnet, dann magnetisiert man wirklich automatisch die richtigen Orte, die richtigen Menschen. Die kamen wirklich wie eine magische Kraft, kamen sie alle in mein Leben. Und so ist alles passiert. Ich hatte das Glück, dass ich sehr schnell dann 2 Bücher in der Zeit geschrieben habe, international auf Bühnen gebucht war und bin und es liebe zu tun und einfach gesehen habe, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und genauso natürlich auch dich getroffen habe, die genau das verfolgt. Und das ist immer eine Bestärkung zu sehen, da ist ein Verlangen danach dort. Die Frauen sind eben im Verstecken und das gehört da nicht hin. Wir wissen, wie es geht und wir wünschen uns, dass jede von uns das einfach kann. Und es geht nichts um das, als dass wir uns einfach bei uns fühlen und glücklich sind und nicht mal in der Suche sind, oder? Dass diese Suche aufhört, weil Suche ist Mangel und wir haben so viel. Wir sollten es genießen. Hört ihr, meine Damen, wir haben sehr viel. Ja. Bitte hört auf die Worte von Sandra. Potenzialsentfaltung. Welche Tipps hast du an unsere Hörerschaft? Hört nicht auf andere. Bravo, sehr gut. Ja, hört nicht auf andere. Ja, die guten Ratschläge sind gut gemeint und es ist auch nicht böse gemeint, wenn man zu jemandem sagt, vielen Dank für deinen Rat und du machst trotzdem dein Ding. Also es hört sich sehr oberflächlich an, es sagen viele so, aber das ist tatsächlich das, wenn du dich von etwas angezogen fühlst, dann ist das für dich richtig, weil die Anziehungskraft ist zwischen dir und demjenigen und die kommt aus dir, ja. Und genauso ist es mit Menschen, es ist so mit Klamottenmädels, wir wissen, wie das ist, mit allen schönen Sachen. Und in uns ist so viel Schönes, was nach außen will und es empfängt dann auch sich gegenseitig, das, was zu uns gehört. Super. Also jemand, der von der Seite das gut meint, ist nicht das Richtige für dich. Ja? Und ich sage immer, sei nicht im Konkurrenzkampf mit anderen. Mein großes Thema ist auch, die Frauen konkurrieren sehr gegen die Männer und da verlieren sie total an ihrer Kraft, weil wir sind Königinnen, wir haben unseren eigenen Thron. Und warum sollen wir den verlassen, um an einen anderen Thron zu sitzen, vom Mann zum Beispiel oder von einer anderen Königin? Ja, also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das ist etwas, wozu ich immer aufrufe, bitte konkurriere nicht, bekämpfe nicht und vergleiche dich niemals mit jemandem. Wäre das auch schon ein Lebensmotto, die du... Unbedingt. Unbedingt. Nicht konkurrieren, nicht vergleichen und nicht bekämpfen wollen. Ja? Du bist eigentlich dein einziger Konkurrent und deine Challenge an sich. Und da gilt es erstmal zu schrauben und zu gucken, was ist besser. Und nicht, was hast du, was ich nicht habe, das ist die falsche Frage, sondern was habe ich, was nur ich habe. Ja? Also die Fragestellung, die gibt uns dann auch unsere Richtung vor. Da gilt es zu wählen. Deswegen ist es, warum ich das dann so nenne, die neue Ära der modernen Weiblichkeit. Da soll es wieder hingehen. Das dürfen wir und das sollen wir. Das steht uns zu. Das ist auch das Thema von Sandra Fass auf der 2. Speaker Cruise, wo wir zusammen die Bühne rocken werden. Ja, oh das wird hervorragend werden. 31.03., falls ihr noch nichts vorhabt. Wir zwei sind auf alle Fälle einer von zahlreichen Speakern oder zwei von zahlreichen Speakern. Und in diesem Sinne ist es mir eine ganz, ganz große Freude, dir mein Buch Lustvollends Frau zu sein zu überreichen. Ich habe so lange drauf gewartet. Ja, es ist so weit. Dankeschön. Oh, ich danke dir herzlich. Wie glaubst du? Du weißt gar nicht, was das für mich für eine Ehre ist, eine Frau, die ebenso dasselbe Thema, dasselbe Ziel verfolgt, indem wir anderen Frauen dabei unterstützen, dass sie ihre Genialität, ihre Einzigartigkeit einfach erkennen und nutzen dazu, dass sie ihr Potenzial leben. Richtig, nutzen. Und das ist genau das, um was es ja geht, auch in meinem Vortrag, in Sandras Vortrag. Es ist wichtig, Leute, Mädels da draußen, das Leben ist zu kurz und das Leben ist so schön. Nicht wahr? Man muss es leben. Man muss es zulassen. Man muss es zulassen.
Und dem folgen, was guck mal, wir sind schon zu zweit. Ja. Ihr glaubt nicht, wie viele von uns es da draußen gibt, die genau das möchten, ja? Also schließ dich dem an, weil du weißt genau, dass es das Richtige ist. Herzlichen Dank. Danke dir. Liebe Sandra, liebe dafür, dass du bereit warst, hier Teil von unserem Interviewreihe zu sein. Das ist mir eine Ehre. Danke sehr. Ich fühle mich geehrt, dass du hier dabei bist, dein Wissen hier auch einbringst. Dieses Wissen werden wir nochmal unten im Text natürlich zusammenfassen. Mhm. Herzlichen Dank nochmal, Sandra, für dein Dabeisein, für dein Werken. Wir schaffen es, dass wir die Welt bunter, für euch knackiger machen, aber ihr müsst den ersten Schritt gehen. Geht, nutzt euer Potenzial. Herzlichen Dank nochmal an euch da draußen. Alles, alles Gute. Diese Interviewreihe wird nächste Woche fortgeführt mit einem nächsten tollen Interviewpartner, in diesem Fall. Ganz, ganz liebe Grüße aus St. Moritz von Sandra und mir. Alles Gute. Bis bald. Ciao.